Hallo, Kelly aka Mrs. Vlog hier. Ich wollte heute mal auf Oldschool Vloggy machen. Aber das geht heute nicht, denn heute gibt es ein ernstes Thema. Um Disney. Einige von euch denken jetzt bestimmt, Kuckuck. Hä? Was ist denn an Disney ein ernstes Thema? Ich sag euch, was an Disney so ernst ist. Sex. Sex? Ja, Sex. Fangen wir doch mit einem Film an, der seit meiner Kindheit mein absoluter Lieblings-Disney-Film ist. Vielleicht habt ihr es schon erraten, Ariel, die Meerjungfrau. Stundenlang habe ich damals auf das Cover von der Kassette von Ariel, die Meerjungfrau geschaut, in der Hoffnung, dass mich irgendwann auch ein Prinz namens Erik aus meinem Alltag befreit und mich zum richtigen Menschen macht. Weil das, was ihr nicht seht, ich habe da unten Flossen. What? Auf jeden Fall ist auf diesem Cover ein Schloss zu sehen, nämlich König Tritons goldenes Schloss. Aber Moment mal, was ist das? Einer der Türme ist geformt wie ein Penis? Was? Angeblich hat ein verärgerter Mitarbeiter den Penis ins Bild geschmuggelt und es ist monatelang niemandem aufgefallen. Disney und der Typ, der dieses Cover designt hat, haben sich damit entschuldigt, dass dieser Unfall nur passieren konnte, weil die Arbeit nächtelang gedauert hat und unter Druck lief. Da passieren schon mal Fehler wie Penisse. Auf jeden Fall tauchte dieses fragwürdige Objekt auf den nächsten Covern nicht mehr auf. Aber kommen wir nun zu meinem zweitliebsten Film. Aladdin. In der Szene, in der Aladdin Jasmin auf einem Ritt auf seinem fliegenden Teppich einlädt, will Raja, der Tiger von Jasmin, Aladdin angreifen. Und man hört ganz kurz, wie Aladdin irgendwas Seltsames flüstert. Nämlich, Teenagers take off your clothes. 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 Und die Szene danach zeigt Jasmin mit einem ziemlich geschockten Gesichtsausdruck. Huiuiuiui, wie reden sich die Disney-Menschen nur da wieder raus? Im Skript steht, come on, good kitty, take off and go. Aber wieso sagt er diese völlig jugendfreien Wörter nicht klar und deutlich? Und wieso ist das Ganze auch noch so stark mit Musik unterlegt, dass man eh nur nuscheln versteht? Und dieser geschockte Blick von Jasmin, Viele von euch kennen sicherlich auch Bernhard und Bianca, dessen Videokassette 1999 zurückgezogen worden ist, weil in einer Szene im Hintergrund ein komisches Bild auftaucht. Als Bernhard und Bianca mit Albatros Air in einer Sardinendose an einem Haus vorbeifliegen und damit an vielen Fenstern, die beleuchtet sind, fliegen sie an einem Fenster vorbei, in dem eine nackte Frau steht. Im Gegensatz zu den anderen sexuellen Anschuldigungen, bei denen man noch diskutieren kann, ist es in diesem Fall super eindeutig. Disney behauptet felsenfest, dass dies nicht von den Disney Animators stammt, sondern aus dem Post-Production-Prozess, an dem Disney nicht teilgenommen hat. Hä? Anschließend wurden 3,4 Millionen Kassetten wieder zurückgenommen. Und ich meine, dieses Bild, das kann man sich nicht oft genug anschauen. Das ist crazy. Der nächste versaute Disney-Film ist der von allen geliebte König der Löwen. Und zu diesem Film gibt es so enorm viele sexuelle Andeutungen oder zumindest angeblich sexuelle Andeutungen. Damit könnte ich ein 1-Stunden-Reportage-Video führen, ja? Und das wollte ich euch nicht antun, deswegen habe ich mal ein paar rausgepickt. Zum Beispiel, als sich Simba in einer Szene hinlegt und aus dem Gras Staub aufwirbelt. Und den ganzen 4 Frames, in denen der Staub wirbelt, bildet der wirbelnde Staub das Wort Sex in der Luft. Bam, Alter, man könnte denken, ein Animator hat sich einfach mal einen Spaß erlaubt, weil ihm langweilig war. Kritiker behaupten übrigens, dass diese versteckten Botschaften ins Unterbewusstsein der Kinder eindringen soll. Nur damit sie später, wenn sie erwachsen sind, positiv auf Werbung mit sexuellen Anspielungen reagieren, damit diese ganzen Firmen ihre ganzen Spielsachen, was laber ich von Spielsachen, halt irgendwelche Produkte besser verkaufen können. What? Das ist meiner Meinung nach völliger Quatsch. Man kann diese 4 Frames einfach, man sieht es einfach nicht, wenn man sich das anschaut. Und ich glaube, man sieht es auch nicht unterbewusst. Da tippe ich schon eher drauf, dass sich die Zeichner da eben einen Spaß draus gemacht haben, weil ihnen langweilig war. Denn früher, Kinderchen, konnte man das noch nicht alles mit dem Computer animieren. Die mussten das alles mit der Hand zeichnen und mit Folien übereinander legen und so weiter und so weiter. Es kann schon mal ganz anstrengend werden und vielleicht hat sich da jemand einfach einen Spaß erlaubt. Manche behaupten auch, das wäre nicht das Wort Sex, sondern die Buchstaben SFX, was für
Special Effects steht für Special Effects. Wir werden es wohl nie wissen. Und zum Schluss wollte ich euch noch ein paar seltsame Bilder zeigen, die man nicht wirklich viel erklären muss. Die sprechen quasi für sich. Fangen wir an mit Walt Disneys Unterschrift. 666, versteht ihr? Ich glaube, das muss man nicht erklären. Das sollte eigentlich einen Teufel darstellen. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch erkannt hat. Dazu noch eine Szene aus DuckTales, bei dem auf einem Schild im Hintergrund steht Ask about Illuminati. Auch ziemlich fragwürdig. Und wieder mal unser lieber Lion King. Ein Cover, zu dem man nicht so viel sagen muss. Schicker Hintern. Und um das Ganze abzuschließen, das hier. Okay, das ist echt weird. Vielleicht sollte ich auch versteckte sexuelle Botschaften in meine Videos einbauen, damit sie öfter angeklickt werden, oder was meint ihr? Und was ist allgemein eure Meinung zu diesem ganzen Thema? Denkt ihr, das ist alles nur irgendwas, was sich irgendwelche Leute mit Langeweile ausgedacht haben und Fotomontagen etc. etc. etc.? Oder glaubt ihr wirklich, die wollen das Unterbewusstsein der Kinder manipulieren und böse sein? Schreibt es mir auf die Höhe meiner Flossen, die man gerade nicht sieht. Ansonsten, wenn ihr nochmal so ein Video sehen wollt, es gibt nämlich noch Tonnen, Tonnen, Tonnen von noch mehr gruseligen Sachen, die Disney angeblich gebracht hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, dann weiß ich, dass ich es nochmal machen soll. Wenn ihr mich abonniert habt, sehen wir uns eh das nächste Mal wieder, also hoffe ich zumindest. Und bis dahin! Tschüss! K-E-L-L-Y. Oh, K-E-L-L-Y.